Ich hab gerade geguckt, was da alles ist, weil da ist auch ein Minotaurus wieder dabei und ein Treumutant. Wo kommen die denn her? Schon wieder. Natura, Conjo, Malvis. Zip, zip, motherfucker. Ich finde trotzdem sehr interessant tatsächlich, weil ich habe jetzt noch nie einen Kante, noch ne, bitte nicht, noch nie einen Kante, der was sowas mitgemacht hat. Ne, Leon hatte auch mal sich angemeldet, die war aber weiter weg. In Ulm gibt's ein großes Zentrum für klinische Studien. Die auch sehr gut vergüten, dadurch, dass man halt dort bleiben muss für das, die Zeit der Studie. Da kriegst du dann halt schon mal, keine Ahnung, je nach Länge, so für 3.000 bis 5.000 Euro. Das kriegen wir in anderen Berufen auch, je nach Länge. Ja, auch in einer Woche. Wenn es mit dieser Länge umgehen zu wissen, ja, wahrscheinlich schon. Wow. Wasn't it obvious? Well done. Ich kenne halt immer nur, so wie es abläuft, halt aus diesen typischen amerikanischen Serien halt, gell, was man halt kennt. Was zum Hölle tut sie da? Achso, sie trifft uns natürlich trotzdem um die Ecke rum, klar. Deswegen fand ich es mal ganz interessant, das zu erfahren, wie es in Deutschland abläuft, weil ich halt, wie gesagt, das nur halt von amerikanischen Serien kenne. Na gut, das ist ja komplett anders. Unsere Arzneimittelregulierungen sind ja viel strenger. Ja. Hätten vor dem Kampf vielleicht nochmal rasten sollen für Zauberpizza. Naja. Würde auch so funktionieren. Einar, Ivo, Viripe. Deal with it. Deal with it. Heul nicht. Kann ich überhaupt um die Ecke rum? Nein. Dann ist das natürlich richtig gut, dass ich mich in die Ecke gestellt habe hier. Ein neuer Anwärter. Du es nicht. Naja, 5 ist okay. Was ist das? Naja, ist noch nicht nötig. Okay, er hat sich sehr committed, hä? Unseren Zwerg. Wieso rennt dieser Wolf nicht? Ist der stuck? Step, Roman, step. Ja, hab ich auch gedacht. Ich glaube, der ist tatsächlich stuck in der Bank des Flurs. Das war doch kein schlechter Damage. Oder er wurde auf den Flur geschickt und darf nicht mehr da weg. Aber in die stille Ecke. Ja, so keiner. Ich finde schön, dass die Minotaurus da down gehauen haben, aber der blöde Troll noch lebt. Eins nach dem anderen. Ja. Okay, wieso konnte er jetzt nur einmal angreifen? Weil er verlangsamt ist. Maximal eine Aktion, ah, okay. Ich hab dir gerne geholfen bei deinen eigenen Charakteren. Danke. Und der Troll hat immer dreimal angreifen, ja?
Was war denn das? Verstricken. Ich brauche jetzt eigentlich keine neuen Wollsocken, danke. Was soll das denn heißen? Hallo? Ich dachte, du wolltest den Troll treffen und wollte schon sagen, wieso da durch? Vor allen Dingen, wer sagt denn, dass wir unsere drei Fernkämpfer da hinten wieder wegbewegen wollen? Also ist doch für Stricken eigentlich vollkommen egal. Ja, ne? Ach, es sind zwei Triaden, jetzt sicher das erst. Ah, okay. Kurz nochmal gucken, ob all... Kurz mal gucken, hast ob alle vermisst? Da. Ja, ein bisschen schon. Kurz gucken, jetzt ob alle da sind und dann gehe ich wieder. Ja. Schön. Ja, dieser Wolf, der mag einfach nicht. That's battle. Warum sagt Bert, du sollst damit aufhören? Keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Tja. Nee, Herr Mensch, du bist leider... Warum gibt es Charaktere in diesem Game, die wir mitnehmen mussten, die einfach keinen Fernkampf können? Und darf er nur 12 AP haben. Naja, wir mussten ja nicht Hammond mitnehmen. Ja, okay. Aber die anderen haben wahrscheinlich auch nur 12 AP. Und Zephyr muss ganz schön viel einstecken gerade. Von dieses Verstricken verschwindet jetzt, glaube ich, erst, wenn die Triade stirbt, gell? Ich glaube auch, ja. Hm, na gut. Die Kreatur hat nicht den richtigen Typ. Okay, die Triaden sind leider nicht mein Typ. Knarzt vielleicht auch ein bisschen mit der Zeit. Weiß ich nicht. Das sollte diesmal auf den Mutant, auf den Troll gehen. Ah, ja, nee. Nee. Nee, leider scheinbar nicht. Frag doch einfach nochmal. Dieser verlangsamte Zauber ist immer so erfolgreich, wenn die ihn anwenden. Wahnsinn. Das Gewitter macht schon gut Damage. Ja. Vor allem, weil die da die ganze Zeit drin rumstehen bleiben. Ja. Ja. Der Wolf hat einfach keine gute Bildung gehabt. Der ist einfach sitzen geblieben. Du hast es vermisst, gibst du. Ein bisschen. Ja, nee, Hammond, du bist nicht derjenige, der vorrennt. Ich hatte nur noch gelesen, wie bekundest du auf Schwäbisch dein Beileid? Mhm. Was hab'sch geerbt? Oh, wow. Ja gut, weil Schwaben ja immer auch immer so aufs Geld sind, gell? Ja. Schwierig. Das sollte auf Bärden gehen. Ah, ja, sollte es. Das habe ich jetzt, also...
dachte kurz, es sollte auf Hammond gehen. Und beide, ja. Fand das eigentlich schon frech, dass es eine Kurve fliegt. Töte 20 Gegner mit Donnerschaden in einer einzigen Kampagne. Wieso gibt's neue, also ist ja schön, ach, das ist das neue Steam-Overlay, ne? Dass diese... Yep. Ich muss mal echt mal gucken, wo man es ausstellen kann. Ich finde diesen Sound so ätzend. Hast du ja noch irgendwas... wo sind denn deine Zauber hin? Bin ich blöd? Ehrliche Antwort? Hä? Bern hatte doch noch Zauber. Wieso nicht mehr? Hä? Ja. Dann macht Bern wohl nichts. Ja. Ja, gut. Ja, sehe ich auch so. Okay, der ist wirklich verbuggt. Also, dass er sich jetzt, selbst jetzt sich noch nicht bewegt, ist halt... Das ja, das ist hundertprozentig buggy, aber naja, solange wir ihn töten können, beschwere ich mich nicht. Ist der ein Strandbuggy oder ein Kinderbuggy? Strandbuggy. Dabei ist der Sand ja überall. That's not that. That's the way. Aha, aha, I like it. Aha, aha. Schriftrolle des Leids. Das war früher immer das Zeugnis. So, wir haben jetzt immer noch diese blöde Quest und ich weiß nicht. Hier oben ist auch eine verschlossene Tür übrigens. Hier. Okay. Sehe ich gerade. Und die ist auch noch verschlossen hier. Oh, ich renn gerade einfach hin. Gut, ich renn hin. Ja, gut. Liebe Gruppe, wär's denn, wenn wir erstmal rasten? Statt rosten? Wäre ganz nett. Ich habe auf der Minimap zwei Punkte, die pulsieren. Du auch? Zwei Punkte, die pulsieren? Nee. Nö, habe ich nicht. Okay, warte mal. Wir reisen jetzt erstmal zum Feuer und dann gucken wir mal, was diese Punkte sind. Wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, mir einen Spruch zu drücken für irgendwas Pulsierendes, Lena. You missed it. Ich werde es verkraften. Bin ich mir nicht so sicher. Dich davon zu recovern ist schwierig. Ja, fein, wunderbar. Zauber vorbereiten brauche ich eigentlich nicht. Auch nicht. Okay, dann einmal wieder... Wie sieht's eigentlich aus, wenn wir Level Up haben? Okay, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, das dauert noch ziemlich lange. Okay, ich habe jetzt diese pulsierenden Punkte wieder auf... Das Problem ist nur, der eine pulsierende Punkt... ...ist hier in der Wand. Also da so. Okay. Und der andere ist hier so. Warte, hier ist noch eine verschlossene Tür irgendwo. Was? Hier sind noch mehrere verschlossene Türen, also das mit in der Wand dürfte sogar passen. Ah, hier kann man was einsetzen. Ich habe hier die Öffnung für das Ding hier. Ja, hier oben auch. Was muss bei dir rein da? Ich hab's auf jeden Fall. Oh ja, dann kannst du ja ruhig rein den Punkt holen.
So, das ist hier, untersuche dieses Objekt. Forschungsunterlagen haben wir schon mal, wunderbar. Sonst noch irgendwas negativ? Okay, das ist versperrt, hier kommen wir nicht rein. Weil wir darf man die Öffnung nicht. Okay. Also doch, die Öffnung schon, aber... Das, was es öffnet. Hier oben ist noch eine Tür. Ja, I know. Meine NPCs versuchen gerade... Ach, Bernd ist der Einzige, der hochkommt? Jo. Klar. Sieht ganz so aus, weil meine bewegen sich. Oh, der Raffo kommt auch hoch. Von mir keiner. Schubst das Ding mal da. Ja, ich würde gerne, wenn Bernd sich mal bewegt hier. Das kann er bewegen, weil das andere Ding ist von der anderen Seite. Ne, von der anderen Seite. Naja, egal. Ja, warte mal, lass mich auch mal hier hochkommen gerade. Nice little warmer. Oh, smart, weil man da auch nicht sonst hochkommt, gell? Rumkommt, reinkommt. Ja, genau, man kommt da rein. Wahrscheinlich ist die Tür nämlich zu. Ja, ist sie. Die wird ja lustigerweise verschlossen auf der Map schon angezeigt, wo wir nicht mal versucht haben, die zu öffnen. Wann ist die Tür da auch zu? Können wir sie jetzt von innen? Ach, nee, das ist... Lol, Kami, Alter. Sie hat ein knackbares Schloss, aber scheinbar nur von der anderen Seite. Kennt man ja. Okay. Also die Tür konnte ich aufmachen. Jetzt kann ich hier einen Stein noch irgendwie schieben, oder was? Ah ja, okay. Wo wollen wir denn rein? Wollen wir erst da runter jetzt oder erst in den Hauptraum? Erst nach links in den... Sicher? Zumindest mal reingucken. Weil wir können ja irgendwas... Ah. Ich wusste es, weil wir können da irgendwas auslösen in dem anderen Raum. Vielleicht hätte ich mich verstecken sollen. Wir können einfach alle wieder rausmoven und uns dann verstecken, dann sind sie verwirrt. Beendet das den Kampf? Wahrscheinlich nicht. I don't know. Haben wir jemals versucht zu flüchten in einem Kampf? Ja, danke für die Antwort meiner Frage. Haben wir nicht, ne? Soll ich jetzt mit allen auch verstecken machen? Ja, mach mal. Ja, das sind einige, holy shit. Ja gut, die werden wir schon besiegen derzeit, aber ich würde halt gerne erstmal den anderen Raum ausprobieren. Die sind anscheinend eh sehr gewillt, etwas zu unternehmen. Ah, okay, aber er schon. Nicht hochklettern, Bro, okay. Solange nicht oben was ist, alles in Ordnung. Alter, schrei nicht so für ein Damage. Ja, er wollte den Schreistein nachmachen. Der kommt jetzt hoch. Können die da überhaupt hochkommen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist leider zu dunkel da. Das haben wir nicht aufgedeckt. Ja. Ja. Siehst uns nicht. Oh, der kommt auf jeden Fall da hoch. Okay. Mann, Lena, ich wollte erst einen anderen Raum ausprobieren. screw you. Seriously. Aber tatsächlich, wenn die alle erst hier hochkommen müssen, haben wir definitiv einen Vorteil. Kannst du nämlich da oben dein Gewitter hinpacken oder so und dann müssen sie ja zwangsläufig rein. Ja, ich bin halt nur leider sehr spät dran, weil wir die unten ja dafür genutzt haben, uns zu verstecken, was ja sehr effektiv gewesen ist, wie wir sehen. aber das sind dieses Mal Personen.
öffentlichen Lebens, öffentlichen Interessens? Dann antwortet man meine Frage halt nicht. Ist doch einfach nur Person. Ist doch egal. Es ist nie egal. Ist jetzt unsere Person. Aha. Unsere Person. Das heißt, unsere Person angreifen wäre nicht gut, gell? Nein. Jetzt kann er wieder Zauber wirken. Wieso konnte ich gerade keinen Zauber wirken? Vielleicht hatten wir alle Plätze verbraucht? Ich verbrauch dich gleich. Du, gibt's nicht mehr so viel zu verbrauchen, lol. Willst du damit sagen, du bist schon sehr verbraucht? Ja. Hast du jetzt gesagt. Aber meine Blume der Liebe ist so fisch. Das ist ein Kaktus. Ja, wir haben alle Verfolg gewürfelt, wunderbar. Wir sind auch heute alle sehr erfolgreich. So gelobe ich mir das. Ich benutze jetzt einfach Hammond, um da unten anzuklicken. Ich habe zwar keine Ahnung, was es macht, aber es macht irgendwas. Und solange die da unten die Tür nicht öffnen, ist der sowieso safe. You know what I mean? Ah. Oh. Ist das Smelly Range? Oh, okay. Das ist ein Flächeneffekt. Geht das auf Verbündete? Versucht man bei feindlichen Kreaturen um dich herum. Okay, Gott sei Dank. Mhm. Das waren ihre letzten Worte. Wieso kann ich dem Mana-Gelehrten den Würfel verbrauchen lassen? Scheinbar steuerst du den. Ja, jetzt nicht mehr. Weil er Schaden bekommen hat. Schade. Er ist nicht mehr verzaubert. Ja, weil der gilt ja eigentlich als Gegner, ja. Lena. Deswegen habe ich mit Berden schon darauf geachtet, dass der Feuerball nicht in seiner Range ist. Ey, es ging, da hätte ich mich umplatzieren müssen. War ich zu faul für. Naja. Vielleicht hat Kami ja noch einen 5er Zauberplatz. No! Oh no! Er hat uns gesehen. No! Zwei Schritte davor. Oh, das müsste ich dir mal schicken. Das ist so ein Meme geworden bei uns in der Gilde, der Endboss-Fight im letzten Dungeon. Wenn man die erste Phase hinter sich hat, hat die halt ein bisschen Voiceline angefangen und sowas. Mhm. Und da meinte sie so, ne, wenn ihr dachtet, dass das so und so läuft, habt ihr euch geschnitten. Und dann auf Englisch war es so ein No. Richtig übertrieben. Aber es ist britisches Englisch, ich liebe es. Ja, aber es ist ein Drache. Ist doch egal. Auch ein Drachen kann ein Brite sein. With a little tea time. No. Oh yes, my dear. There's always time for tea. Kami, stell dich nicht so an. Wie viel Leben hat sie überhaupt noch? In der Leiste oben sehe ich sie nicht mehr. Sie hat 3 HP verloren. Sie wird's verkraften. Bist du sicher? Ja. Das Gewitter ist zu groß. That's what she said. Was? Wann genau? Dann kannst du dich nicht hier hinstellen? Ich bin ja dabei. Dann da im Zentrum irgendwie. Chill jetzt mal. Okay, ja, ich lass dich schon. Ist das jetzt so, dass Kami nicht mehr drin ist? Ich muss mal gucken, dass das. Ja. Natura, Konjo, Malmis. Die Frau ist nur am Stressen manchmal. Ich glaube, Kami muss noch einen Schritt raus machen. Nein. Okay. War perfekt. Ist der auch jetzt runtergefallen? Ja, lol. Ja gut, der war ja damit der fliegende Blitzableiter. Ja. Mit seinen 3 Metern in der Luft. Er hat Hammond im nächsten Raum getroffen. Surely. Absolut. Dieser Cone sieht aber so cool aus. Was für ein Cone?
Ja, dieser Corn of Cold, den er da gemacht hat. Achso. Kältekegel, ja, Corn of Cold, lol. Eine schöne Animation. Er hat viel gebracht, was du da getan hast, Hammond. Ich bin so froh, dass du so ein wertvolles Mitglied unserer Gemeinschaft bist, alter Vater. Oh. Wenn er in die Tasche lügen hat, konnte ich schon immer gut. Oh nein! 4 Angriffe, 1 Damage. Okay, schade, ich habe wirklich nur einen 5er Zauberplatz. Tigo, Dimensionstür, ich könnte uns entführen. Wir haben alle immer, glaube ich, nur einen 5er Zauberplatz bis jetzt. Kann sein, dass wir im Eis-DLC mehr kriegen, weil das ja eine weiterführende Geschichte ist und wir in höher als Level 12 kommen. Fand er übrigens gut, wir sind ja alle Level 9 aktuell. Ja. Und ein Ladebildschirm für den Mehrspieler-Modus steht extra, dies eine Geschichte für Charaktere von Level 10 bis 12. Oh. Wo ich mir dachte so, ja gut, das sind Charaktere, die wir in dieser Geschichte erstellt haben. So. Wieso ist Berden als Tank eigentlich zweite Reihe? Weiß ich nicht. Der ist nicht tot. Oh, come on. Bravo. Victory is yours. Ich finde auch schön, dass die. Warum bewegen die unten sich da eigentlich nicht? Also, die was haben ist absolut denn? Keinen Bock. Die gucken auch so. Boah, Herr Wetter sieht aber nicht gut aus, ne? Aber ich habe meinen Regenschirm zu Hause vergessen. Mutti wird sauer auf mich, wenn meine Gelehrtenrobe nass wird. Verstehe ich. Ja, ich wollte mal den brennenden Hände benutzen, aber... Den brennenden Hände? Die brennenden Hände. Arcana Evo. Mara, truly formidable. Schickst du erstmal in die lila Eisprung über Kami drüber? Ja, vor allem, wenn die alle unten stehen bleiben, bringt ja meine Wolke hier oben gar nichts mehr. Gerade gar keinen aktiv. Okay, dann verwünsche ich den nicht. Warum sind die so unmotiviert? Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Good kill. Also Mitarbeiter des Monats wärt ihr so, aber nett. Das gibt so aber keine Gehaltserhöhung, meine Freunde. Oh. Kann ich denn, ist der eventuell, nein, die sind alle, nee. Das Gewitter ist jetzt leider wieder useless geworden, schade Schokolade. Ah, der hat aber gut Damage gemacht. Öffnet, schließt. Hier oben ist noch ein Knöpfchen. Ja, ich weiß. Öffne, schließe diese Tür. Das ist doch keine Tür. Ich verstehe das nicht. Ah, ist ja auch egal. Kommt da eigentlich ganz bis zum Knopf. Ja. Gut. Ums Geländer rum wäre es so schwierig gewesen. Das wären ja Kilometer, die du zurücklegen hättest müssen. Drüber springen ist auf jeden Fall besser. Dadurch wirst du auch nicht nützlich, Herr Hammond. Ach Gott. Der Typ macht mich ready. Ja, ready for. Ja, eigentlich schon, aber exhausted eigentlich. Und nicht ready. Aha. Achso, Bernd ist dran. Ja, Herr Berdo.
Also unser neuer Quest ist verlass den Komplex. Ja. Das ist aber ganz schön kompliziert. Ich finde es eigentlich schön, dass man mit dem Feuerball, wenn man den mit dem zielt, man auch Fallen auf dem Boden sieht. Ach, wegen dem Kronleuchter. Er hat gekontert. Okay. Den Schaden. Jetzt seht ihr die Gegner. Wollt ihr nicht langsam mal... Achso, ne, wir greifen einfach von unten an. Das hat ein Dolph geworfen. Ein Dolph. Ein Dolph. Einen Dolch. Musste sich wahrscheinlich erst eine Minute lang fragen, warum, wieso er nicht getroffen hat. Das verstehe ich auch nicht. Warum er mit dem Dolph nicht getroffen hat. Echt, als ob ich jetzt... Kommst du nicht dran? Nein, du Schnisch. Die Idee war gut, aber der ist einmal zu kurz. Rennst du jetzt hin? Die sehen mich nicht. Wo willst du das wissen? Weil ich mächtige Unsichtbarkeit habe. Lena, sich die Augen zu halten und sich denken, wenn ich euch nicht sehe, seht ihr mich nicht, ist keine mächtige Unsichtbarkeit. Doch, doch, so funktioniert das. Oh boy. Ich löse das Gewitter gleich mal auf. Sieht zwar cool aus, aber bringt halt nichts mehr. Was soll der noch was machen hier? Also. Er ist nützlich als Hammond, also. Ich würde es begrüßen. Das muss mir einer erklären. Oh ja, kommt alle noch näher dran. Das habe ich jetzt, also... Die Logik muss mir jetzt wirklich einer erklären. Wie er durch den Boden meinen Affen abschießen konnte, aber dadurch, dass er gegen Feuer immun ist, einfach null Schaden fabriziert. Das ist auch einfach neu. Freunde, wenn ihr nicht zu euch, wenn ihr nicht zu euch kommt, ja, wenn ihr nicht zu Gewitter kommen wollt, kommt das Gewitter halt zu euch. Wieso kann ich nur einen davon, nee, kann ich nicht, aber die stehen also so weit auseinander, dass ich die nicht alle auf einmal angreifen kann. Das ist sad. Oh. Ja. Ah. Okay. Interesting. Gut, dass du das gemacht hast, Heaven. Das ist bestimmt auch körperlich viel weniger anstrengend als diesen Schritt um das Ding drumherum, ja, Geländer. Kleiner Sprung für Heaven, aber ein großer Sprung für die Entwickler gewesen. Mache ich bei dir auch Moonwalking? Nein. Palpable Hit. Ja, ich channel gerade einen inneren Michael Jackson von mir. Warum? Ja, keine Ahnung, warum ich das tue.
Sollte ich hier oben bleiben mit Bären oder kann ich runterkommen? Bleib mal noch eine Runde oben bitte, damit die so stehen bleiben. Ach. Einar, Ivo, Malmis. You like that? Sie mocht es anscheinend sehr, so wie das klang. Schwierig heute. Ganz schwierig. Wie du bewegst dich jetzt? Impressive. Ich weiß auch nicht, also... Er scheint sein Leben sehr zu hinterfragen, so wie er braucht. Alter, ich bin so ein Scheißkick. Hm? Ich wollte jetzt hier den verdrehten Geist anmachen. Ich habe keine Zauberplätze mehr. Ja, sehr gut. Oh, wegen dem Feuerball, den ich gerade eben gemacht habe. Naja. Vertreter Cake. Das Schöne ist, sie wissen immer noch nicht, wo ich bin. Wie würde das denn aufgehoben werden? Durch einen Gegenzauber einfach? Oder? Durch Magie entdecken. Oder Unsichtbarkeit entdecken. Er hat gescheppert. Aber wir sind alle... Ich mache immer noch... Warum machst du den Moonwalk, Alter? I don't get it. Gut. Ich habe aufgehört. Ach, der Mana-Gelehrte hat einfach Fragezeichen, Fragezeichen als AP, also ich jetzt erst. Ja, stimmt. Haben wir noch nicht gut genug erkundet. Was bringt das, was er da tut? Weiß es nicht. Ich sehe auch nicht, was er tut. Bei mir wird da nichts angezeigt. Wahrscheinlich müssen wir außerhalb des Kampfes sein, damit er... Achso, nee. Ja, ist gut. Ich dachte gerade, meine Gewitterwolke wäre die Folge davon, aber das macht ja keinen Sinn. Fast, Kami. Ja, Kami, das... nah dran. Der Wille zählt. Ja, immerhin macht das noch ein bisschen Damage. Kumbayama Lord und so, ne? Ja. Friede sei mit dir. Du kannst dieses Ziel nicht sehen. Das finde ich jetzt aber. Das ist schon Rassismus jetzt. Nur weil diese blöde Metallglocke größer ist als Bärden, ja, kann er den trotzdem dahinter sehen. Nein. Frechheit ist das. Das ist einfach nur eine Frechheit. Das gibt eine schlechte Steam-Review. So, komm, stirb jetzt bitte. Ich muss nämlich schnell mal auf Toilette. Ich hab nicht darauf geklickt, aber egal. Jeder muss so stark auf Toilette, dass sie einfach den Kronleuchter mit abräumen. Ich muss jetzt aber. So. Nee, es gibt jetzt keine Gen. Okay, bin gleich wieder da. Ja, ich geh kurz in den Rauch und dann machen wir kurz Pause. Okay, bis gleich. Jupp, bis gleich.